Willkommen zur nächsten Hauptstory-Mission und zwar eigene Flügel. Und ich dachte mir, wenn die Mysterien wieder sicher laufen, wäre es toll, mit Spider-Man dafür zu werben. Natürlich pro bono. Uns geht das Kapital aus und das macht Quentin ziemlich nervös. Okay, ist nur so ein Gedanke. Kein Grund zurückzurufen. Genki hatte recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt, mein Vermächtnis. Eine Blamage. Aber nichtsdestotrotz tödlich. Findet sie. Tötet sie. Craven. Wie viele Leute stehen noch auf seiner Liste? Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht davon. Oh, jetzt muss ich die Drohne wieder verfolgen. Wenn ich lang genug im Windschatten bleibe, kann mein Anzug die Daten abrufen und oh. mich direkt zur Lee führen. Okay. Also einfach im Windschatten bleiben. Die Dinge haben Bomben? Boah. Der Download sieht gut aus. Nur noch 10%. Ja, jetzt habe ich es gleich. Nein, 1%. Ja. Und tschüss. Okay, Craven. Wo hältst du Lee versteckt? Was? Alle Ziele wurden in einer Datei kompiliert? Die Drohne hatte nichts über Lee. Aber die Leute brauchen trotzdem meine Hilfe. Sonst stopft Craven sie irgendwann aus. Wenn es noch mehr Vögel gibt, kann ich sie entschlüsseln und die Identität der Ziele feststellen, bevor es zu spät ist. Ich sollte die Daten auf die Spidey-Server laden. Pete wird sie sehen wollen. Harry? Hey, ist Pete auch da? Hey. Nein, hör zu. Ich hab dich in den Nachrichten dem Robotervogel hinterherjagen sehen. Brauchst du technische Unterstützung? Bei der App oder sowas? Ich habe eigentlich schon einen Freund, der das macht. Okay. Tut mir leid. Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit nicht anklopft, baue ich eine Tür. Trotzdem sie tot ist, frage ich sie um Rat. Ist das seltsam? Nein, mir geht's manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke und viel Glück da draußen. Ebenso, Mann. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. Alles klar, und das ist noch nicht mal weit weg. Nein, ich will da hoch. Oh Mann, oh. Die Flügel sind so praktisch. Hey Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden. Aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich
einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Wenn Pete zu beschäftigt ist. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Hab dich lieb. Okay. Wer braucht Hilfe? Eigene Flügel abgeschlossen. Ein Graffiti-Künstler scheint es übertrieben zu haben. Ich sehe lieber nach. Graffiti-Probleme. Ach komm, ist das weit weg. Ich glaube, da war eine Kiste. Da oben, glaube ich, ist auch eine. Ja. Die kann man mitnehmen. Ja, Luftkanal. Ja, da geht es schon viel schneller. Ups. Da unten geht's weiter. Nein. Hey MJ. Hey Miles, hab gerade mit Pete gesprochen. Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Haus in Queens. Sei bereit, falls er Hilfe braucht. Ach ja? Hat Pete gesagt, dass du anrufen sollst? Also, nein, aber zwei Spider-Man sind wohl besser als einer, oder? Klar. Okay, danke, MJ. Klingt, als bräuchte er mich nicht. Vielleicht gehe ich einfach zu Haley. Hauptmission verfügbar. Dann nehmen wir doch die. Jetzt mit viel Schwung bis rüber. Hoffentlich ist Connors zu Hause und hat sein grünes alter Ego im Griff. Dr. Connors? Dr. Connors, sind Sie da? Wie lange läuft das Ding schon? Wahrscheinlich läuft das Ding schon ziemlich lange. Familie. Seine Frau ist wohl mit dem Sohn ausgezogen nach dem ersten Lizard-Fiasko. Nicht, dass es Craven interessiert. Das Zimmer seines Sohns. Tierliebhaber. Oben ist zwei Waschbecken. Nichts mehr. Nur eins benutzt.
Doc? Connors war also hier und kämpfte um sein Leben, wie es aussieht. Oh Mann, was hat Craven mit dir gemacht, Doc? Pflanze könnte mal Wasser gebrauchen. Hier ist er durch. Wie kannst du noch stehen? Hallo? Keine Zahlen auf der Tastatur. Die Tasten spielen verschiedene Töne. Vielleicht ist der Code ein Song. Nein. Ich sollte im Haus nach etwas Musik suchen. Okay. Connors liebt Geheimnisse. Das Labor hat wohl ihn und seine Familie geschützt, wenn er einen Anfall hatte. Terrarien für Connors erste Tests zur Gliedmaßenregeneration. Ich weiß nicht, wie er seinen Arm verloren hat. Hier. Ein Bewegungssensor löste vor etwa 30 Minuten die Sicherheitskameras aus. Was hat er mir injiziert? Er wollte sein Blut überprüfen. Na los, Dr. Connors, kämpfen Sie! Dafür büßen, dass er Connors und seine Familie so quält. Er hat nicht gehalten. Ja, da ist er abgehauen. Genau wie es Craven gefällt. Connors Blut. Die Bestie könnte überall sein. Ihr habt ja keine Ahnung. Ich bin die Bestie. Fantastische Beute, die Craven würdig ist. Ich werde euch sagen, wie das hier ablaufen wird. Ihr lasst Connors in Ruhe. Das hat er nicht verdient. Aber wenn ihr oder Craven ihn weiterjagt, kriegt ihr es mit mir zu tun. Schnappt ihn lebend und unversehrt. Na, da kommen noch mehr. Lizardjagd endet jetzt. Okay, die wollen es auf die harte Tour. Weiß Craven, was er Connors angetan hat? Nur um etwas zu beweisen? Ich schieße. Dann schieß doch. Ist das alles nur ein Spiel für ihn? Der da oben nervt mich. Du kommst mal her. Du und Liz
Lizard geht volle Trophäen ab. Craven will eine Jagd? Ich gebe ihm eine Jagd, die er nie vergisst. Worauf zielst du? Der schon wieder. Oh. Craven kriegt ihr euch beide. Er wird bereuen, je nach New York gekommen zu sein. Jetzt räche dich. Nächste Position. Geht aus dem Weg. Hat er den Pfeil hingeworfen? Ey. Passt auf. Komm mal runter. Halt Abstand. Der letzte, nee, vorletzte. Freie Schussbahn. Mach mich los. Das war der letzte. Satelliten scannen alle aktiven Feeds. Trianguliere Position. Ziel ist auf dem Harlem Fischmarkt. Alle Teams dorthin. Lizard ist auf der anderen Flussseite. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ist das von 1800? Ich mag die Zöpfe. Okay. Ja, okay. Ich sehe es. Ist noch da draußen. Die Stadt braucht mich. Spider-Man. Jetzt. Sekunde. Pete? Was ist los? Der Markt? Ja, ich komme hin. Tut mir leid. Ich schreib dir. Wunderschön. Das Wandbild, meine ich. Zeit, dass Pete zurückruft. Hey, wie läuft's so mit Haley? Ey, ich wollte fliegen. Der Lizard ist los. Ich bräuchte deine Augen am Himmel. Der Lizard? Außerdem hält Haley mich für verrückt, weil ich Lee finden will. Das tun anscheinend alle. Wir beschützen dich. Ich bin nicht auf Rache aus. Dad hat immer an zweite Chancen geglaubt. Aber das ist hier nicht der Fall. Es ist meine Aufgabe, euch zu beschützen. Und nicht umgekehrt. Alles klar. Okay. Ich starte schnell meine Ausrüstung. Jetzt. Das reicht. Locker. Sieht leer aus. Aber ich sollte nachschauen. Ah, ich krieg wohl Gesellschaft. Alle raus! Na los! Los, los, los! Zweierdienst, bleib zusammen! Sie verfolgen Lizard mit Drohnen. Vielleicht kann ich das auch. Ein
passives Verteidigungssystem? Ja, gut zu wissen. Ich halte mich fern. Sie dürfen Lizard nicht zuerst finden. Ich muss sie loswerden. Also wieder ganz heimlich alle killen. Ja, so viel zu heimlich. Naja, egal. Suchen Sie Lizard mit den Vogelbrunnen? Ich glaub schon. Warum? Hab ne Idee. Ich probier's und du räumst das Lager aus. Craven interessiert diese Spinne nicht. Mach ihn fertig, sonst... Schneid ihn auf. Hey. Hol ihn da raus. Jetzt bin ich dran. Und der Mist. Alle runter. Ey. Die explodieren. War ja ganz einfach. Es ist langweilig, dich Schurken vermöbeln zu sehen. Und wir haben das Vögelchen. Kann dein Anzug auf das Motherboard zugreifen? Okay. Ich versuch's mal. Okay. Mein Anzug verbindet sich. Zum Glück gibt's Unix. Okay. Ich reboote den Höhenmesser und... Es lebt! Wie eine Robodrohne, Mann. Und eine Robodrohne, die Lizard aufspürt. Hammer, das ging ja schnell. Sieht aus, als wäre er dadurch. Wow, okay, das Handling ist echt mies. Wow, das wird übel. Genki, alles klar? Ja, aber ich glaube, dieser Weg ist blockiert. Kein Problem. Wir sehen uns drüben. Die Garage führt vielleicht zu dir und Lizard. Dann mal los. Da hoch? Ja. Das stammt nicht von Genk. Was sind das? Heute gibt's wohl Sushi. Wo kommt denn der Fisch her? Das war er. Ja. Wohl hinter Tor Nummer 1 lauert? Mann!
zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Dann die hier. Lass uns diesen Lizard finden. Okay, ja. Nein. Hat ihn aber nicht im Blick. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Ist schwer zu sagen. Die Daten der Drohne sind unvollständig. Genki, bleib hinter mir. Das musst du mir nicht sagen. Rausgerutscht. Nur die Haut. Heißt das nicht, er wird größer? Und hungriger. Ey, Mann. Neuer Look? Hier wimmelt es von Jägern. Irgendein Zeichen von Connors? Ja. Genki kann ihn aufspüren. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Ist das Loot? Hey, Sekunde. Tu es da rein. Ein gebauter Scanner? Praktisch. Oh Mann, das sind tolle Daten. Eine Sekunde. Okay, ich glaube, ich hab was. Genki, nicht so schnell. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Los, los, los! Nicht töten! Der sieht mal groß aus. Ich darf Connors nicht verlieren. Harry stirbt und nur er kann helfen. Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Darf ich jetzt Jetski fahren? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Spider-Man! Ja, oh, ich muss ein bisschen schneller werden. Ja. Da, erledigt ihn! Ihr macht eine Yachtparty ohne mich? Oh. Das war nicht so gut. Sondern eigentlich ein Salzwasserbad, auf dem Spider-Man gerade kämpft. Oh nein, nein! Alle Leute! Hilf dem Aussichtsboot! Okay, ich übernehme den Metallmördervogel! Ich sag, und weiter geht die Jagd. Aufgeben. Das geht auf dich! Giftige Wolken! Mehr könnt ihr nicht? Bin hier fast fertig. Alle Zivilisten in Sicherheit. Und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh. Bin direkt hinter dir. Wir kümmern uns zusammen drum. Und er ist schnell. Ich krieg dich. Ja, jetzt hab ich dich. Los, los, los!
dir! Ich weiß, ich weiß! Ah, ich soll jetzt ausweichen. Nicht schlecht. Ist denn kommen? Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Beeilen wir uns, bevor er zu weit weg ist. Nein. Er gehört mir. Bist du sicher? Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Normalerweise ist er nicht so, oder? Nein. So ist er sonst nie. Das war's dann auch mit dem Part. Und bis zum nächsten Mal.